Herzlich willkommen zu unserer Zeitzeugenbefragung. Wir sind heute bei Hermann Schmidt. Er wohnt in der Nähe des Platzes der Stadt Chartres. Und Frankreich wird nachher noch eine große Rolle in seinem Leben spielen. Du bist geboren in, ja, Speyer. In Speyer. Und zwar im Spital. Es ist also ein Spitäler, wie ein richtiger Speyerer ja, sich nennen darf. Und das im Jahr 32, 18. Februar. Und deine Familie, die wohnte hier auch in Speyer? Ja, ich muss sagen, die Mutter stammt aus Altrib, ja, ganz in der Nähe. Aber die war dann schon in jungen Jahren, ist die aus dem Haus in Altrib, eine Familie mit 14 Kindern, und war hier, wie man früher gesagt hat, in Stellung. Die war also in der Ludwigstraße beim, ist ein berühmter Mann in Speyer, Dr. Groß. Der hat keinen Doktortitel, aber er wurde nur Dr. Groß genannt. Der hat die Schillerdonische Buchdruckerei gehabt, die es gar nicht mehr gibt. Und da habe ich zum Beispiel auch viele Erzählungen her aus der Separatistenzeit. Weil dieser Groß war in der Nacht im Speisesaal vom Wehhof, wo das Attentat gegen den Heinz Orbis durchgeführt worden ist. Sehr interessant, da können wir nachher nochmal drauf zurückkommen. Ja. Ne? Ja. Und der Vater, der stammt aus Speyer? Nee, der Vater stammt aus Bayern und daher auch die Schreibweise meines Namens. Wir sind nämlich in Speyer nicht die Schmitz, sondern die Schmieds. Ja. Mein Vater stammt in der Nähe von Augsburg, also Böreshofen eigentlich, da war er auch in der Lehre. Und auf der Walz, wie man gesagt hat, auf der Wanderschaft, wie die Gesellen sind ja dann gewandert, war er unter anderem auch in Speyer, hat meine Mutter kennengelernt und das führte dann zur Ehe zwischen den beiden 1929. Ja. Und der Vater hat dann einen Beruf gehabt, hat in Speyer Schreiner gearbeitet? Der ist Schreiner, wo hat er gearbeitet? War aber nie selbstständig. Er hat zunächst bei den Pfälzischen Möbel, bei der Pfälzischen Möbelfabrik, beim Dr. Ott gearbeitet, Rheinhäuser Straße, das gibt es gar nicht mehr. Und in der Zeit, in den 30er Jahren, wurde er arbeitslos. Wieder war er diese große Flaute in Deutschland, in der Welt, kann man fast sagen. Und da hat er dann verschiedene Jobs gekriegt, unter anderem Sager und Werner, das ist eine große Baufirma, die Westwaldbunker gebaut hat. Und deshalb, das hat er mir immer gezeigt, sein Bunker war in Freckenfeld, jetzt ist er gesprengt. Und er hat mir ihn gezeigt, sich an dem Bunker habe ich geschafft. Ja. Okay. Und deine Eltern, die waren dann, wie du geboren worden bist, immer für dich da, die haben immer viel Zeit gehabt. Ja, das stimmt. Das wir waren ja eigentlich zwei Buben zu Hause. Aber mein zwei Jahre jüngerer Bruder ist früh bei einem Unglücksfall ums Leben gekommen, mit 16 Jahren. Und zwar im Paddelboot auf dem Rhein. Die Geschichte ist in Speyer, einige wissen das. Ja. Wir waren unterwegs nach Ingelheim am Rhein. Und kurz vor Ingelheim hat uns ein schweres Gewitter erwischt mit Blitz. Und dabei, der hat ins Boot eingeschlagen. Mein Bruder war tot. Ich habe Verletzungen am Bein gehabt, das war alles, ich habe Glück gehabt. Ja, aber also ich kann mich noch an diese Grabstätte von deinem Bruder erinnern. Ja. Da hat dein Vater dieses Material gemacht. Das ist jetzt noch da. Da bin ich immer vorbeigegangen, ja, weil gerade 5 Meter weiter lagen meine Großeltern. Ah, so. Wir haben inzwischen eine neue Grabstätte, aber das Material, wie mein Vater gesagt hat, er hat es ja gemacht, das ist immer noch da. Das habe ich jetzt gerade vor 2 Jahren, habe ich es wieder abgeschliffen und lackiert. Es muss jetzt schon wieder was gemacht werden, aber das ist noch da. Ja. Jetzt kommen wir aber nochmal zurück. Du bist geboren. Du und dein Bruder, ihr waren bei euren Eltern immer gut behütet. Ja. Und die Eltern hatten auch Zeit, hatten mit euch gearbeitet, gespielt und haben euch Liebe geschenkt. Das haben sie. Vielleicht haben die damals nicht so viel Zeit gehabt wie heute, weil mein Vater hat in dieser, und es war ja Glück, dass wir das Haus halten konnten, in der Zeit ist er arbeitslos geworden, wo das Haus gebaut worden ist, 1934. Und er hat es geschafft. Und meine Mutter, die hat auch nachdem sie in Stellung, wo man ja bei der Herrschaft gewohnt hat,
Die ganze Zeit hat sie auch immer noch, wie sie gesagt hat, Putzplätze gehabt und Zeitungen hat sie ausgetragen. Und das Haus war in der Diakonissenstraße. In der Diakonissenstraße, das habe ich noch, 43, das gebe ich auch nicht her, da bin ich groß geworden, ja. Das war eines der letzten Häuser, weil danach ist alles nach dem Krieg gebaut worden, ja. Bei uns vis-à-vis war schon das freie Feld, ja. Hattest du auch Großeltern, die sich um dich gesorgt haben? Oder ja, nee, Großeltern, da habe ich wenig gehabt. Da war meine Großmutter mütterlicherseits, Anna hieß sie, die hat in der Bechergasse gewohnt, ist eine der schmälsten Gassen in Speyer. Und an die erinnere ich mich deshalb so gut. Es war der erste Mensch, den ich tot gesehen habe. Und man hat ja damals noch zu Hause aufgebahrt, ja. Und meinen Großvater, mütterlicherseits, habe ich nie kennengelernt. Der war Eisenbahner, der war in Mannheim beschäftigt, immer mit der Fähre nach Mannheim rüber. Aber der ist früh gestorben, den habe ich nicht kennengelernt. Und meine Großeltern von meiner Seite, von der Vaterseite, da ist die Großmutter bei der Geburt meines Vaters gestorben. Und die war damals noch nicht verheiratet, ja. Und den Großvater, den habe ich erst zig Jahre später kennengelernt, ich war in Willstedt gewesen und da ist er aus Zufall aus Bayern dorthin, hat die Schmiede dort betrieben, der war Schmied. Und plötzlich in Willstedt, ja, sind wir uns da begegnet, auch mein Großvater, ja. Jetzt, ihr wart ja klein, es gab ja damals auch schon Kindergärten, wie du sagst. Ja, also wir waren, mein Bruder glaube ich dann später auch. Ich war 35 dann im Kindergarten. Ich war im Kindergarten und zwar bei den Schwestern in der Engelsgasse. Ja. Das Gebäude, das ist das alte, grünliche, das steht jetzt noch da, der neue Kindergarten. Gabriel, der ist ja ein bisschen weiter. Und an der Stelle, wo das Gabriel war, da war ein bekannter Speyerer Spengler, der auch im Haus bei uns die Spenglerarbeit gemacht hat. Der Vickers war in ganz stadtbekannt. Ja. Und so ein Kindergartenbetrieb, wie kann man sich das damals vorstellen? Was hast also du noch erinnert? Meine Mutter, das weiß ich, die hat mich mit dem Rad hingebracht und dann später mein Bruder auch, ein Gepäckträger. Ja. Und dann auch wieder abgeholt, da gab es ja nicht so einen Transport, das gab es nicht. Und ich weiß, dass wir dort auch gegessen haben, sind aber am frühen Nachmittag dann wieder nach Hause gekommen. Ja. Mhm. Das war die Kindergartenzeit. Und kann sich noch daran erinnern, habt ihr irgendwelche pädagogische Arbeiten gemacht? Habt ihr gesungen, gespielt? Gesungen und gespielt. Aber Pädagogik, das sehe ich jetzt im Haus von meinem Schwager, wo die Jungen jetzt schon in der Schule, da ist jetzt einer dabei, der ist jetzt gerade in die Schule gekommen, der hat aber schon lesen können, hat alle Buchstaben schon vorher gelernt. Sowas war bei uns nicht. Es war rein nur Spielen und Unterbringen. Das war, weil viele Leute arbeiten waren und da waren wir halt beschäftigt. Ja. Und nach dem Kindergarten hast du dann eine Schule besucht. Ja. Und da lag nahe. Ich war also im Gymnasium. Erstmal. In der Volksschule, ja. Die Volksschule, das war die Zeppelin-Schule. Der Eingang und die Tür ist heute noch der gleiche wie damals, das schöne Tor. Ich habe Bilder mit der Schultut und so, wo ich da vor dem Ding stehe. Ja. Und da warst du vier Jahre in der Zeppelin-Schule. Kannst du dich da noch an irgendwelche Lehrer erinnern? Ja, freilich. Und an so Unterricht? Der erste Lehrer, den ich hatte, das war der Lehrer Klein. Der stammte irgendwo Burgfeld-Gegend oder was her. Und der zweite Lehrer, das war dann schon ein älterer, weil die anderen dann schon mit Militär und so waren, das war der Lehrer Hennes. Normalerweise wäre der schon pensioniert geworden, aber auch im Gymnasium habe ich es erlebt, das sind alte Lehrer, wir haben lauter alte Lehrer gehabt, die sind wieder reaktiviert worden, weil ja die Männer an der Front waren. Ne? Und kann sich noch an den Unterricht so erinnern von der Schule, also ihr habt ja Deutsch gehabt bestimmt und Rechnen. Ja, du meinst jetzt die Volksschule, ne? Volksschule. Ja, und das weiß ich noch, wie wir da ab und auf, wir haben ja Sütterlin noch geschrieben, ne? Ja, und ja. Das ab und auf und das, ja, das haben wir da erinnere ich mich noch dran. Und da hattet ihr auch noch Religionsstunde bestimmt? Ja. Religionsstunde hatte ich eigentlich immer gehabt, auch in der Oberschule.
Wir hatten immer Religionsunterricht. Damals gab es noch nicht, man wählt Religion ab. Da war, war man entweder bei den Protestanten oder bei den Katholiken. Nicht? Und an welchen Pfarrer? Kannst du dich dann erinnern, in der Religionsstunde? Ja, da war zuerst, da gab es noch einen Kaplan in St. Josef, das war der Kaplan Grill. Der hat später eine Pfarrstelle gekriegt, aber ich weiß nicht wo. Und der war ja sehr lang Pfarrer in St. Josef, das war der Pfarrer Schulz. Schulz, ja. Ja. Der an spätere den, Fernsehpfarrer, wie man ja, gesagt ja, hat. Ja, 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 an den erinnere ich mich noch sehr gut. Ja, ja. Ja. Von dem bin ich auch getauft worden. Ah, ja. Und dann hast du die Volksschule verlassen. Ja, und bin dann ins Gymnasium. 1942 wahrscheinlich. 1942, ja. Gymnasium. Und ich weiß noch gut, wir waren in der Volksschulklasse, waren wir so um die 35, 36. Davon sind zwei ins Gymnasium gekommen. Heute ist ja so mehr wie die Hälfte geht ja schon ins Gymnasium. Damals macht man es auch von Noten abhängig und wie war. Und ich weiß noch, der Lehrer kam sogar zu meiner Mutter und hat gesagt, ah, Frau Schmidt, schicken Sie den Hermann da aufs Gymnasium. Und später, zwei Jahre später, auch mein Bruder, der war auch im Gymnasium. Ja. Und an welche Lehrer kannst du dich da noch erinnern, im Gymnasium? Ah, im Gymnasium. Sehr gut erinnere ich mich an die Lehrer, weil die waren zum großen Teil, weil die Pfalz gehört ja mal zu Bayern, wir hatten fast lauter bayerische ältere Lehrer. Ja. Da war zum Beispiel, und bei uns haben die Lehrer, ich weiß, gab es heute noch, die haben ja alle Spitznamen gehabt. Ne? Ja, ja. Der Mathematiklehrer, Ott hieß der, das war der Sechspinder. Ja, weißt du warum? Der hat das Ott. Weißt du, zwei T und ja, ja. Das Ding, das hat ausgesehen so wie ein Pfund. Ja, 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 ja. Das ja. War der Sechspinder, ja. Ja, ja. Oder ein Deutschlehrer, der war dann sehr bekannt, der auch Literatur und so weiter vermittelt hat. Wie hieß denn der? Der war also der anspruchsvoll. Den habe ich zwar nur ein Jahr oder zwei gehabt, ja, aber und der erste Deutschlehrer, das war der Polyphem, auch ein Bayer, auch ein älterer Mann. Bei uns hätte man gesagt, das ist ein Großvater, ja. Oder an den sehr gut erinnere ich mich noch, der war allerdings Schifferstädter, an den Sportlehrer, das war der Meyer Lenz. Okay. Ja, so ein kleiner, ja. Das hast vielleicht du noch gekannt, nicht? Der war aus Schifferstadt. Und was war noch an der da? Da gab es ja auch einen Lehrer Braun. Braun, das war der spätere Chef. Den habe ich nie gehabt, vielleicht mal in der Vertretungsstunde. Der hat die Altsprachler hauptsächlich, der war ja Altsprachler. Und das war die Keune. Die Keune war das bei uns. Wir haben also, die Keune war der Lehrer Braun. Weil der auch Griechisch gehört hat, ne? Ja, der hat Griechisch gehört, ja. Okay. Ja, und dann hast du die Schule zu Ende gebracht? Die habe ich glatt durchgemacht, ja. Wir haben damals 9 Jahre Gymnasium gehabt, also 9 Jahres Abitur. Und dann ging es zum Studium. Und das Studium, wo hat es begonnen? Wo in München. In München. München an der TH heute. Von Speyer dorthin, ja. Und ja, von gewohnt. Ja, also das habe ich deine Eltern das alles so bezahlen? Haben ja, das war schon ein Problem. Wie ich das darfst du mal gerne erzählen, das wollen wir ja wissen. Wie ich gesagt habe, ich möchte gerne nach München gehen. Da haben sie gemeint, Karlsruhe wäre doch näher und so weiter. Aber ich wollte, da hat man irgendwie so einen Drang, man wollte raus, ja. Und habe auch in München habe ich also auch die Zulassung bekommen. Man muss ja da seine Unterlagen einreichen. Ich hatte sie für Karlsruhe auch gehabt, ja. Aber München war mein, ja. Und dann habe ich 5 Jahre in München studiert. Ja. Ja. Und was hast du da genau studiert? Da habe ich Maschinenbau, Fachrichtung Verfahrenstechnik. Das heißt, mit Blick auf Chemie. Nicht? Auf Chemie, ja. Und dann... Und deine Erfahrung in München, wie war das? Was hast du da dort erlebt, kennengelernt? Ach, München, arm. Ich war sehr, sehr arm. Ja. Meine Eltern konnten im Gegensatz, viele Studenten, die haben da immer, wie sie gesagt, einen Scheck gekriegt pro Monat. Das habe ich nicht, da waren meine Eltern nicht in der Lage. Ich habe mal hin und wieder was gekriegt, aber ich habe mein Studium ich habe gleich gearbeitet. Und zwar alle Vorlesungen, die am Nachmittag waren, die konnte ich nicht besuchen.
Die habe ich dann später bei Spezies abgeschrieben und so weiter, damit man den Stoff hatte, weil nachmittags habe ich gearbeitet. Da habe ich erst so, heute wird man sagen, so verschiedene Jobs gemacht. Ein Job, wir haben Zigaretten ausgeladen und so Lastwagen in die Geschäfte und so weiter. Aber später habe ich fast eine Dauerstellung gehabt bei der Bayerischen Gemeindeunfallversicherung. Und da war ich am Posteingang und musste die Post sortieren. Und ihr glaubt nicht, ich habe mich schiefgelacht. Die Bauern haben ja ihre Eingaben und so, wenn da was passiert ist und das, alles handschriftlich gemacht, halb im Dialekt. Und wenn man das ablegen muss, dann guckt man auch mal rein, es war köstlich. Ja. Ja, und dann hast du so circa 1956, 1956, bin ich bei der BSF eingestellt worden. Ach, dann gleich zu der BSF. Ja. Einmal dort beworben und gleich angenommen. Angenommen worden und im Gegensatz zu heute geblieben bis zur Pensionierung. Gut, ja. Gut. Das war auch gut so. Ja, ja. Und wo hast du dann in der BSF da gearbeitet und was? Da habe ich zuerst, wenn man als Ingenieur in so eine Firma kommt wie die BSF, da lernt man ja nochmal wieder, wie das ganze Ding läuft. Und da war ich zunächst als Jungingenieur beim Hauptlabor. Die haben ja auch eine Werkstatt dabei gehabt, ja. Da war ich 3 Jahre. Da habe ich mir so meine Sporen verdient, dass man also auch mitreden konnte. Und von dort aus bin ich dann auf verschiedene andere Plätze gekommen. Und die Hauptsache war, ich bin damals zur Cordina, das gibt es heute gar nicht mehr, die hieß Koordinationsabteilung Ausland. Mhm. Und da begann dann meine ausländische Tätigkeit. Ich habe die Hälfte meiner Betriebszeit im Ausland verbracht. Die erste, meine Liebe ist heute noch zu Frankreich, war in Frankreich. Da war ich 2 Jahre, habe dort eine Fabrik aufgebaut. Du hast also in der Schule auch gelernt? Das auf Französisch gelernt. Ja, ich habe dann später ausgebaut. Ja, das war so. Wir hatten ja eigentlich bis zu Kriegsende hatten wir Englisch gehabt. Auch da haben wir auch einen berühmten Professor gehabt, der hieß, den haben wir den Piss genannt. Ja. Hast du von dem schon Subiran gehört? Ja. Subiran hat er geheißen. Und Piss, das kommt natürlich nicht von Pissen, sondern wenn der gekommen ist, der hat immer Peace gesagt, Frieden. So. Immer das war seine Begründung. Und das war ein Lehrer, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, der grundsätzlich im Zweireiheranzug gekommen ist, immer mit Krawatte, ja. Überhaupt unsere Lehrer waren noch anders gekleidet wie heute. Aber der, und der war schlank, der war wie ein Engländer, ja. Mhm. Aber das Englisch wurde abgesetzt bei Kriegsende und dann kam Französisch. Und Französisch war dann das Hauptfach und ein Jahr später konnte man Englisch als Nebenfach nehmen. Aber deine Liebe zur französischen Sprache hat mit einem Fremdarbeiter zu tun, genau, wie du erzählt hast. Genau, das ist jetzt eine spannende Geschichte. Und zwar über meine Mutter, die war bekannt mit einer Familie Wesser, die es gar nicht mehr gibt, am Holzmarkt, Holzmarkt 1. Das Haus, ein schönes Haus, ist abgerissen worden. Holzmarkt 1 gibt es wieder, aber nicht mehr vergleichbar mit dem schönen alten Haus. Heute ist es Pfarrhaus, ne? Und dann, evangelischen, ja. Und dort ist ein Fremdarbeiter verkehrt. Der hat da auch die Wäsche gemacht, kriegt bei. Der war Fremdarbeiter bei Hess. Ja. Dann haben die als Banklehrling auf der Straße in Avignon geschnappt. Ja. Der war da 17, 18 Jahre alt. Du kannst einen Banklehrling, der ist natürlich entsprechend auch gekleidet, und haben ihn in die Dreckigfabrik in Speyer gesteckt. Da war er 2 Jahre. Und ich habe dann sogar, und er hat sich draus, ach so, ja, mit dem Kontakt über die Wessers, meine Mutter ist da verkehrt und hat gesagt, komm, geh mal mit, da ist ein Franzose, interessant und so weiter. Der Henri, die haben aber in Speyer immer Henry zu ihm gesagt, ne? Das war der Henry, also Henri natürlich, Berbigé, der Familienname. Und da hat sich eine Freundschaft entwickelt, die hat gedauert, bis der Henri und 2 Jahre später seine Frau verstorben ist. Und das war toll. Der Henri ist so oft es ging, ist er nach Speyer gekommen. Speyer hat er geliebt. Und ich bin praktisch jedes Jahr, weil ich immer Frankreich geliebt habe, nach dem Süden Frankreich, immer in Avignon Station gemacht, ja. Das war also ganz wunderbar
Und er war auch ein Verfechter, obwohl er da als Zwangsarbeiter war, der deutsch-französischen Freundschaft. Und er hat ja so bedauert, Avignon ist mit Wetzlar zusammengegangen. Da war er dann auch in dem Ausschuss in Avignon für Wetzlar. Er hat immer gesagt, die hätten mit Speyer zusammengehen müssen. Speyer war seine, das war sein Ziel immer, ja. Was hat denn der da gearbeitet bei der Firma Hess? Kann ich mich da noch dran erinnern? Ja, der hat also in der Munitionsfabrik, die haben da so Filzdinger ausgestanzt für die Patronen. Also als Banklehrling in der schmutzigsten Betrieb von Speyer, ja. Mhm. Und der ist dann nach 45 dann auch bei der gegangen? Der ist dann ja Ende... Aber den Kontakt hast du gehabt? Ja, den hat sich erhalten bis vor, vielleicht vor 8 Jahren, oder ist der gestorben. Der ist zurückgegangen im zweiten Halbjahr 45 ist er repatriiert worden, wie man damals gesagt hat, ja. Und er hat mir gesagt, er hat das Glück, weil beim Hess waren, glaube ich, ich habe inzwischen im Archiv sind ja Listen über die Fremdarbeiter, da habe ich sofort auch seinen Namen gefunden und da waren 5 oder 6 andere Franzosen dabei und da hat er ein bisschen Kontakt unter den Leuten gehabt, ja. Also ein ganz prächtiger Mensch, der mir natürlich im Verlauf meiner Besuche da unten, mein erster Besuch war zum Beispiel mit dem Fahrrad unten in Avignon, und der hat mir auch die Gegend Avignon selbst natürlich und die ganze Umgebung hat er mir also gezeigt. Und da bin ich das erste Mal mit dem Deux-Chevaux, weißt du noch, ja, gefahren. Er selbst hat kein Auto gehabt, aber sein Freund, ein Kunstmaler, und die haben mir die ganze Gegend, so 100 Kilometer im Umkreis von Avignon, alles gezeigt. Und jedes Jahr aufs Neue, ja. Und er ist so oft es ging nach Speyer gekommen. Jetzt in der Zeit, wo du da im Gymnasium warst, auch den Henri hast kennengelernt, da habt ihr auch in Speyer euch irgendwie bewegt, habt ihr da gespielt, habt ihr da rumgestraumert? Ja, wir haben Speyer, also gut, was, ich was war in der Zeit, so wie ich dann so 14 Jahre war, alt war, bin ich Messdiener geworden, St. Josef. Und das war natürlich auch, also wir waren so eine verschworene Gesellschaft, haben natürlich auch Unfug gemacht und so weiter. Ne? Ich weiß noch gut, was ich geliebt habe, was Rauchfass. Wir haben immer gestritten, wer das Rauchfass nehmen darf. Ne? Und da bin ich auch verschimpft worden vom Kaplan oder vom Pfarrer, weil ich immer zu viel Dampf gemacht habe. Ja, das hat mir Spaß gemacht. Ja. Und da haben wir haben immer gesagt, Fahrten gemacht. Wir waren jedes Wochenende warmer. Und einmal, das weiß ich noch, das war so eine schon eine enorme Fahrt. Da waren wir in der Anna-Kapelle in Burweiler. Und da sind wir hingelaufen, ne? Von Speyer über Nacht, dass wir früh in die Frühmesse gekommen sind. Das ist beachtlich, da. Wirklich. Ja. Aber du warst ja sowieso sehr sportlich. Ne? Ja, ich war schon... Leichtathletik gemacht? Ja, ich war zunächst bei den Turnern, da habe ich es aber nicht mal weit gebracht. Mhm. Mein Bruder, der war im Turnen Spitze, ne? Der wurde auch vom Helmut Banz ein bisschen an die Hand genommen, der war dann pfälzischer Meister. Und er war auf der deutschen Meisterschaft, das heißt, da war man mit dem Paddelboot unterwegs. Die war in Ingelheim in dem Jahr und da ist es ja passiert, das Unglück. Ja, ja. Ja, also da, das war ein Geräteturner, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Euer Turnen habt ihr dann in der Zeppelin-Schule in der Zeppelin-Schule, ja. Gemacht. Und damals war es so, da war sonntags freiwillig, war da noch und... Sonntags war immer der Helmut Banz da und hat damals seine Kür und seine Pflichtübungen in der Turnhalle geturnt und wir waren natürlich da geguckt und begeistert und so weiter. Ne? Und das war ja ein richtiger Schock, ne? In dem Paddelboot, das musst ja alles das haben, meine Eltern werden, haben das nie vergessen. Ja. Mein Vater ist relativ früh gestorben, aber meine Mutter, kein Tag vergangen, wo die nicht mit dem Rad auf dem Friedhof ist. Jeden Tag. Und einmal, das war dann auch die Ursache, dass wir sie ins Heim genommen haben. Da war sie schon weit über 85. Da ist sie am Grab zusammengefallen, das hat sie jemand gefunden. Und dann haben wir mit dem Arzt gesprochen, da kam sie dann die letzten 3 oder 4 Jahre, es ist 98 geworden, war sie dann im Altenheim. Hast du dann das Boot gesteuert oder er? Er saß vor mir. Er saß vor mir. Und wie ging es dann weiter? Also man ist ja total konfus. Ja, genau. Ja. Es war,
Es ist der Rheinstrom ist breiter unten, wenn ihr kennt ihn ja als Paddler. Und da zogen Gewitter her und ich habe gesagt, Karl hieß er wie du, habe ich gesagt, du Karl, wir müssen gucken, dass wir das Ufer erreichen, gucken mal, was da kommt. Und wir waren näher am rechten Ufer und da haben wir also gepaddelt und gepaddelt, aber es hat nicht gereicht. Ein Donnerschlag, ich war also wie benommen und ich habe das gar nicht so richtig, ja. Und ich, aber gesehen habe ich, der Karl war tot. Ja, und wie hast du dann damals agiert, wie der tot war? Was hast du da gemacht? Da war ein Klassenkamerad von mir, der war der Schleicher, der Sohn von der Oberstudienrätin oder Direktorin Schleicher. Ja, die haben ein schönes Haus in der Kämmererstraße gehabt. Und da wusste ich, der ist in Wiesbaden, der war bei so einer Filmfirma, der wollte da auch beim Film oder was werden. Und den habe ich angerufen und der hat damals schon ein altes Auto halt gehabt. Der hat mich nach Hause gefahren, ja. Und dann habt ihr das alles zu Hause erklärt? Ja, ja. Und am nächsten Tag sind wir mit dem Zug runter und mein Vater und ich sehe heute noch, der war in einer ganz kleinen Kapelle aufgebahrt, mein Bruder, wie der hinterm Sarg herläuft, da zu dem Fahrzeug, was dann den Sarg nach Speyer gebracht. Also Eindrücke, die habe ich noch vor mir, das war, also diese Traurigkeit, den Blick vom Vater habe ich nicht vergessen, ja. Das war schon, das war hart. Ja. Vielleicht können wir nochmal auf diese Pimpfe-Zeit zurückkommen. Ja. Die Hitlerjugend. Hitlerjugend, ja. Wir haben so ein wunderschönes Abzeichen noch. Ja. Und was ist das genau? Das ist der Knoten, da wurde das schwarze Halstuch, wir trugen ein schwarzes Halstuch und es wurde da durchgesteckt. Das ist original, das ist Leder. Und du hast erzählt, wie das organisiert war. Ja, also wir waren in Speyer 5 Fähnlein. Ein Fähnlein beim Militär, würde man sagen, eine Kompanie, es waren auch so 100 Leute. Und ich war Fähnlein 3 und unser Antredeplatz war die Gedächtniskirche, die Retscherkirche, ja. Da sind wir mittwochs und samstags angetreten. Und oft auch sonntags, und das haben die Nazis gemacht, dass wir nicht in die Kirche gehen konnten. Das war Absicht, ne? Nicht jeden Sonntag, aber oft, ja. War da die Möglichkeit, sich zu drücken oder war da gar nichts drin? Es war schwer. Ja. Ich weiß noch, mein Bruder, der wollte von Zwang oder irgendwie wollte er überhaupt nichts wissen und der ist manchmal nicht hin, ohne es meiner Mutter zu sagen. Eines Tages kommt ein Brief an meine Mutter von der Schule. Die haben natürlich diese Vorgesetzten, die haben natürlich Buch geführt. Ne? Da war der zwei, dreimal nicht da und da kam ein Brief, wenn das sich nicht bessert, kann er nicht mehr die, damals hieß Oberschule für Jungen, nicht heute Gymnasium. Da kann er dann nicht weitermachen, ja, und dann hat sie ihn halt ermahnt, da ist er wieder hingegangen, ja. Die Übungen dieser Pimpfer oder der Hitlerjugend, die war ja auch ein Festplatz unten. Festplatz haben wir eigentlich mit Rheinstadion. Da hat nämlich ein Otto Winter damals, der spätere SPD, der hat unten mit den Kindern existiert. Was ich mich erinnere, war nicht der Festplatz, sondern das Rheinstadion. Da war auch noch die Holztribüne, weiß ich noch. Und da haben wir, da sind wir auch marschiert und haben so sportliche Übungen gemacht. Das habe ich noch in Erinnerung. Festplatz eigentlich weniger. Mal ganz ehrlich, hat es nicht auch manchmal Spaß gemacht? Also doch. Ich hätte bestimmt mitgemacht, voller Spaß. Ja, was uns Spaß gemacht hat. Ja. Was uns Spaß gemacht hat, waren die Geländespiele, hat man es genannt. Mhm. Wir sind da in der Dudehöfer Wald marschiert, ja, und haben uns halt dort verkloppt. Da wurden dann zwei, der Feind und der Freund und so weiter, ja. Und da muss man dann beim anderen eine Schnur abreißen oder was, wenn man da den besiegt hat. Das hat uns Spaß gemacht. Und ich muss sagen, da sind manche, die haben dazu gesagt, da sind manche da ordentlich verdrimmt worden dabei, ja. Aber das hat uns Spaß gemacht. Was uns weniger Spaß gemacht hat, waren diese ideologischen Dinge, die wir da vorgetragen bekamen. Ja? Das hat uns weniger gefallen. Ja? Oder auch das Exerzieren. Ja? Und das wurde schon deshalb gemacht, weil einmal im Monat ist ja der ganze Stammspeier, der hat 5 Fähnlein gehabt, die sind dann auf dem Festplatz angetreten. Ja? Und da wurden dann
Da ist doch das Albertusheim, das weißt du ja, das ist ein kleiner Balkon. Das Albertusheim war beschlagnahmt und da stand der Stammführer und hat also irgendwelche so idiotische, verrückte Dinge da erzählt, die wir uns da anhören müssen. Das hat uns nicht gefallen. Ja. Was allerdings wieder schön war, war die Jugendfilmstunde. Das war einmal im Monat oder was. Da marschierten wir geschlossen vorne raus. Wir hatten ja auch neben den fünf Fähnleins hatten wir auch einen Fanfarenzug. Die Trommeln, weißt du, diese Trommeln, sondern die großen, ja, und Fanfaren. Marschiert man ins Alhambra, ja, und haben einen Film. Das waren halt Filme, die gern, aber für uns war das eine Unterhaltung, ja. Genau. Alhambra neben der Dreifaltigkeitskirche, ne, war das? Ja. Alhambra, das ging da runter. Ja, ja. Und damals waren ja nur zwei Kinos, ein Speis Palast und das Alhambra. Ja. Und da standen die Leute. Beim normalen Betrieb, da standen die Leute, ganz unten war der Eingang, bis hoch in die Himmelsgasse standen die, ja, und manche sind halt nicht reingekommen. Ich kann mich auch noch erinnern, als Kind in den 50er Jahren, da war da. Ja, und im Palastkino, das war in der Kamelitterstraße, wo jetzt die Deutsche, das gehört jetzt der Deutschen Bank, und da sind wir, wie wir waren, da hat das einer rausgekriegt, da sind wir geschluppt, also an der Kasse vorbei, haben wir dann Weg gewusst, wo wir da reinkommen und haben uns dann auch Filme noch angesehen, ja, was da gespielt worden ist, weil das war ja ein wichtiger Unterhaltungsfaktor früher, das Kino. Ne? Also wenn ich jetzt die Sachen da sehe, das heißt, ihr habt da auch Uniformen angehabt? Ja, wir haben ein braunes Hemd gehabt, ja, ja. Schwarze Hose. Braunes Hemd konnte man gar nicht kaufen, meine Mutter musste ein weißes färben in braun und schwarze kurze Hosen, ja. Die hat sie gehabt, weil man die sowieso so getragen hat. Und, aber zu was ich nie gekommen bin, weil das gab es auch auf Bezug schon nicht, war die Winteruniform. Die Winteruniform bestand ja aus langen Hosen, die am Bund, bei Skifahrer hat man es mal eine Zeit lang gesehen, die am Bund unten, so Bundhosen hat man gesagt, die waren unten zu, ja. Am Knöchel, ja, schwarz. Und dazu eine schwarze Jacke mit Ärmeln habe ich auch nie gehabt, die gab es nicht, ja. Ja, und bei der Hitlerjugend, seid ihr da mal außerhalb von Speyer gewesen? Seid ihr da mal auch mal wohin gegangen oder war der nur meistens in Speyer? Meistens in Speyer. Aber ich weiß, die Älteren, die ein Jahr, zwei älter waren, die sind schon zum Schanzen in den Bienenwald gefahren worden. Ja, jeden Tag mit dem Lastwagen runter und wieder rauf. Und während wir in Speyer, letztes war dann 44, ja, wir mussten schanzen mit den Frauen zusammen. Und da weiß ich noch, wir haben Schützengräben gebaut am Rosensteiner Hang. Da war ja außer der Villa Rosenstein, war nichts gestanden. Und da haben wir Schützengräben gemacht, die natürlich zu nichts getaucht haben. Die wurden gar nicht verwendet. Und die älteren Kameraden haben dann Flakhelfer machen müssen. Und dann, das ja, war da waren die, das ging los, die waren dann zwei Jahre älter wie ich. Da erinnere ich mich noch, wie wir im Hof, das Gymnasium hat damals 400 Schüler gehabt, heute haben sie, glaube ich, über 1000. Da sind wir der Direktor war der Leiling, der Bruder vom Bürgermeister. Und wir sind im Karree, wie wir das nannten, angetreten. Und der Leiling stand da vorne und hat die verabschiedet, die Flakhelfer. Die waren schon in Uniform, in blau-grauen Flak-Uniformen. Und Speyer hat keine Flak gehabt, die kamen dann nach Mannheim. Und ganz am Anfang, wo die Dienst gemacht haben, hat eine Batterie einen Volltreffer gekriegt und da sind vier Junge, die ich gekannt habe, ja, einer hieß Kempf, die sind umgekommen, die Gräber sind heute noch auf dem Friedhof nebeneinander, vier Gräber von diesen Buben. Also ich habe Glück gehabt, zwei Jahre älter wäre ich also vielleicht auch als Flakhelfer irgendwo gewesen. Ja. Da war noch ein Stammführer. Der Stammführer, der Stammführer damals, der hat es dann vom Fähnleinführer zum Stammführer gebracht, das war der genannte Gutier, der Sohn vom Tierarzt. Der ist Stammführer gewesen und da war ja 44, es gab keine Schuhe mehr und da hat die Hitlerjugend entdeckt oder die Partei Barfußlaufen. Da sind der ganze Stamm Speyer, die fünf Fähnlein, barfuß durch die Hauptstraße, alle 100 oder 80 Meter stehen geblieben und ein Sprechrohr gebildet, wie gesund das Barfußlaufen ist. Ja, aus der Not hat man also eine Tugend gemacht. Genau. Ja. Erinnert mich da ganz deutlich. Ja.
kann ich nur noch an Vorgänge, die in der Stadt sich so abgespielt haben, mit Geschäften, vielleicht auch mit jüdischen Geschäften, die es mal gab. Ja. Also wie du die Zeit ab 42, da waren ja kaum noch Juden hier. Ja, ja. Die waren aber, ja da schon alle abtransportiert, ja, ja, waren dann in Gürs. Ja, ja. Aber vorher, da erinnere ich noch, heute stehen, sind mit, was bei der ersten, zweiten Aktion, sind auch am Lochacker, ja, Feuerbachpark, ja, Stolpersteine verloren, ja, verlegt, ja, worden. Und an die Juden erinnere ich mich noch, weil ich weiß, die Jungen haben da immer mit Schneebällen, damals gab es noch viel Schnee, auf das Haus geschmissen. Und das hast du dann gesehen, ja, dass das, ja, ja, da ist halt den Leuten vorgemacht worden, was die Juden über, ja. Und der heutige Lochacker, der hatte doch damals auch einen Namen, gell? Lochacker. Feuerbachpark gibt es erst seit nach dem Krieg, nach dem lang Krieg, nach dem Krieg. Weil es eine Sandgrube war früher. Und, ne? Und, deswegen ist und wir sagen hier heute, ja, noch Lochacker. Genau, da mündet doch die Salierstraße, ja, drauf. Wir sagen heute die Leute noch Salierstraße. Ja, 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 ja. Ja. Du hattest ja auch mehrere Hobbys, wie wir jetzt gehört haben, du warst bei der Leichtathletik, Sport war im Sport, im TSV. Ja. Kannst du ein bisschen was erzählen, was du im TSV so alles erlebt hast? Ja. Und an also, Namen kannst du dich dann erinnern, ja, ja, wie das damals ich war? Ich weiß noch, unser Trainer damals, er ist also schon längst verstorben, der hieß Götz, Vornamen habe ich vergessen. Seppel Götz, ja. Das war ein Mann, der war übrigens in der KPD, war im Widerstand. Ah. Und war später der Beauftragte für die NS-Aufarbeitung. Ah, ja, ja, also der Götz, muss ich sagen, der hat uns also gut betreut, trainiert, was man heute natürlich gar nicht mehr so sehen wird. Weil es ging immer los beim Götz. Wenn wir kamen, kriegt jeder eine Schaufel und Rechen in die Hand gedrückt. Und wir haben noch Aschenbahnen gehabt. Und da wurde erst die Bahn hergerichtet. Eine Stunde, ja, und dann kam erst das eigentliche Training, ja. Und da hat er halt Zeiten gestoppt. Ich war immer bei den Kurzstreckenläufern, ja. Und das war so meine. Darum habe ich beim Turnen aufgehört, weil ich habe gemerkt, da komme ich nicht so voran wie bei der Leichtathletik, wo ich dann hin bin. Bei der Leichtathletik, das hat mir dann toll Spaß gemacht, ja. Da war auch der Wilhelm Krehl. Krehl, der war ja, auch dabei. Der Krehl, ja. Der Krehl war dann unser, das, der war nach dem Götz. Das war dann unser, der hat uns auch immer begleitet. Da sind wir ja auch zu Sportveranstaltungen außerhalb gefahren. Ist der VW gefahren? Ja, ja, genau. Und ich weiß noch gut, da waren, wo wir jedes Jahr sind, südwestdeutsche Kampfspiele in Landau. Ja. Da sind wir mit dem Fahrrad hin und haben dann den Vorlauf gemacht und dann im Zelt übernachtet und am nächsten, ja, Tag die Zwischen- und Endläufe. Oder da weiß ich auch noch, wir hatten einen dabei gehabt, der war Stabhochspringer. Und der hat die Sprachhochsprungstange auf Fahrrad geschnallt gehabt. Ist auch mit nach Landau gefahren. Ja. Das war dann auch, da war auch noch dabei der Klimpeter. Klimpeter. Der wohnte auch am Feuerwehrpark. Mhm. Sein Vater war auch Architekt. Also ich weiß noch, in der 4x100 Meter Staffel, da haben wir es immerhin bei der Deutschen Meisterschaft, haben wir einen Fünften gemacht. Ja. Cool. Ja, ja, waren wir am Endlauf. Und diese Staffel, da weiß ich auch die Namen noch nicht, das war unser bester Kurzstreckenläufer, das war der Sichling. Der ist dann zu Siemens gegangen, ist glaube ich zwischen, der lebt, soll noch leben, ist in Berlin. Der Steinmetz, der dann, Steinmetz, Alfred Steinmetz, ja, der war dabei. Der Walter Denzinger? Der Walter Denzinger war auch, aber der Walter Denzinger hat Mittelstrecken gelaufen. Der ist 800 und 1500 Meter gelaufen. Nee, Sichling, Steinmetz, Gilb. Der Gilb und ich, ja. Wir haben auch immer mitgemacht am Brezelfest und so weiter. Bei diesem Lauf waren wir auch immer dabei. Aber unsere beste Leistung war, dass immer die deutsche Meisterschaft waren in Hamburg und da sind wir Fünfter geworden. Okay, ja. Und stell dir mal vor, da ist also der Pfälzische Turnerbund hat einen Sonderzug gehabt nach Hamburg. Wir sind, glaube ich, 12 Stunden gefahren. Das war noch so ein Bummelzug, weißt, wo die an jedem Abteil eine Tür ist, mit einer Trittbretter noch, ja, vorne dran. Ja. Und in Hamburg, das weiß ich noch, in Wellingsbüttel, da waren wir in einer Schule untergebracht, in Turnhall.
Und da war Stroh einfach drin, keine Strohsäcke oder so, das war auf dem Boden Stroh. Da haben wir uns reingelegt, das war für uns ganz normal. Ja. Und das Paddeln, um beim Sport zu bleiben, das war dann mehr Freizeitvergnügen. Das war Freizeit, ja. Damals gab es noch keinen Wettkampf bei den Paddlern. Nee, nicht. Wir haben also rein, und da weiß ich noch gut, mein Boot, das habe ich beim Deutsch untergebracht gehabt. Da gab es den PX, der Dämmerle und der Deutsch. Wir waren bei Deutsch. Und da hat auch der Fridolin Freitag sein Boot untergebracht. Und wenn wir gekommen sind, da war er viel älter wie mir, da hat er gesagt, nur so ein Jungs, tragt mal mein, der Hochdeutsch immer, tragt mal mein Boot runter. Ja, so. Das ist eine legendäre Persönlichkeit, also der Fridolin Freitag. Ja. Da war noch die Geschichte mit der Palmolive-Seife, die ich vielleicht noch erzählen kann. Ich bin mit dem Fridolin, habe ich zweimal Straßburg-Speyer gepaddelt, mit einer Übernachtung unterwegs. Und das weiß ich noch gut. Er hat also ein kleines Zelt gehabt, wo wir drin waren. Und er hat alles verstreut gehabt, um sich herum alles. Und da hat er einen Brief einmal geschrieben an die Palmolive, an die Firma, wo das gemacht hat, wie wunderbar die Seife wäre und so weiter. Aber bitte nicht in grün, man findet sie im Grase nicht. Und er hat tatsächlich ein Päckchen Seife dann geschickt gekriegt. Ja, also der Fridolin, der war unglaublich. Ja, es war ja. ein Original eigentlich. Ein Original, ja. Nach Kriegsende, was habt ihr dann so gespielt? Oder wie hast du auch das Kriegsende erlebt? Zuerst waren ja die Amerikaner da, dann kamen die Franzosen. Und dann hat sich ja in Speyer so, kannst du dich da noch an Dinge erinnern? Ja, ich weiß noch genau, meine Mutter, die war ja böse, geht da nicht in den Keller runter und so weiter. Ich weiß noch, wie die Amerikaner reingekommen sind. Die kamen aus der Seekatzstraße, die hieß aber damals, glaube ich, von der Tannstraße. Ja. Aus der Seekatzstraße kamen die raus und ich sehe noch, meine Mutter hat ja gescholten, weil wir oben waren, haben ums Hausecke geguckt. Da hat man zuerst gelbe Läufe gesehen und dann sind die erst raus. Aber die Ami waren nett zu uns, die haben uns Kaugummi und Gutzel und Schokolade. Der erste Schokolade in meinem Leben, glaube ich, das war von der Ami. Nicht? Und später kamen ja dann, 8 Tage später waren die Franzosen da und die waren ja selbst so arm. Die Franzosen haben eigentlich bei den Leuten, wenn einer Hase gehabt hat oder Hühner oder so, die haben alles weg. Und direkt vor unserem Haus, jetzt ist es ja bebaut, es war mal eine Sandgrube, der Acker lag tiefer, da haben wir auch unsere Flieger fliegen lassen und so weiter. Und da hat sich eine französische Batterie aufgebaut. Und die haben angefangen zu über den Rhein zu schießen. Habe ich damals schon, um Gottes Willen, wenn die zurückschießen, von drüben sind wir ja unheimlich in Gefahr. Ja. Da ist aber nichts passiert. Ja. 4 Geschütze waren da aufgebaut. Und an die Franzosen, da waren doch, so wie ich immer gehört habe, da waren sie echt Marokkaner da. Ne? Ja, aber die hatten ja kaum eine eigene Soldaten, die waren ja alle. Ja, also es waren viel afrikanische Truppen. Und natürlich auch ein paar auf dem Senegal, aber nicht so viel wie nach dem Ersten Weltkrieg. Nach dem Ersten Weltkrieg waren es ja nur Schwarze. Und es waren damals, hat Speyer nach dem Ersten Weltkrieg so etwas über 20.000, 25.000 Einwohner gehabt. Da waren 5.500 französische Soldaten. Und jetzt im Krieg waren es ja maximal 1.900. Und da waren auch viel Weiße dabei. Was ich geliebt habe, ohne im Quartier Matin, jetzt Technikmuseum, da waren ja die... wie hießen sie, die mit den Burnussen auf den Pferden? Die Spahis, ja. Ach, 14. Juli, so schön. Die Parade, ja. Gell, wenn sie ihre Mäntel, innen weiß, außen rot, dann manchmal umgekehrt, also großartig, schön, ja. Schön. Kannst du dich auch noch an schreckliche Momente, die Franzosen hier in Speyer so, die haben sich ja auch irgendwas geholt. Das war ja eine Besatzungswacht, die haben sich das geholt, was sie gebraucht haben. Ja, ja. Zum Essen, die haben sich Tiere geholt, die haben sich aus den Häusern Schmuck und Uhren geholt. Da wollte ich jetzt gerade sagen. Mädchen nicht sanft behandelt. Ja, genau. Bei mir, die Diakonissenstraße auf der Seite, wo ich bin, wo die ungeraden Nummern sind, da waren nach uns waren noch 4 Häuser. Ja. Das letzte Haus, das ist auch ein Original, war der Geldbriefträger, den gab es noch, Seidel. Mhm. Vielleicht habt ihr von dem Seidel mal was gehört, gell? Das war also ein Unikum, ja. Und danach war dann freies Feld. Und mein Vater, der hat,
mein Vater war vom ersten Tag an, weil es halt altersmäßig, der war bei Kriegsbeginn, war der 35, bis einschließlich Gefangenschaft, der war ja 10 Jahre nicht da. Und der hat uns immer, er war an der Ostfront, hat den Rückzug mitgemacht, und er hat immer an meiner Mutter geschrieben, bleibt zu Hause, egal was kommt, geht nicht vom Haus weg. Und die Nazis haben ja aufgefordert, die Leute sollen über den Rhein gehen. Viele haben das gemacht. Und das Haus vom Geldbriefträger Seidel, der natürlich auch beim Militär war, die sind weg, die Leute. Und als die nach einem halben Jahr wieder kommen, das Haus leer. Absolut leer. Kein Geschirr, keine Wäsche, nichts mehr drin. Und mein Vater hat es gesehen beim Rückzug am Ostern, gesagt, egal was kommt, ihr bleibt zu Hause. Okay, du hast aber erzählt, dein Vater war fast 10 Jahre im Krieg und Gefangenschaft. Kannst du da mal so ein bisschen was erzählen? Noch? Kannst du daran noch erinnern? Mein Vater selbst hat nicht viel, hat nicht viel erzählt. Aber vielleicht, weil er da auch so, was weiß nicht, man hört ja oft, dass Leute, wenn sie Schlechtes erlebt haben, das gar nicht. Er hat also vom Krieg hat er ganz wenig berichtet, aber ich weiß einmal, heute sind ja die Soldaten wie fast jedes Wochenende zu Hause, nicht? Und der ist ja mal ein halbes Jahr nicht gekommen und so, da war er mal da und da hat er erzählt bei uns, vielleicht haben es andere, hat er auch gesagt, hat gesagt, den Krieg gewinnen wir nicht. Und da ist er angezeigt worden, wir haben in der Nähe, nur 2 Häuser weiter, einen Parteigenosse gehabt, der immer mit dem Parteiabzeichen rumgelaufen ist. Und der hat mich scheinbar angeschwärzt. Aber mein Vater hat unheimliches Glück gehabt. Er ist verhaftet worden und saß 8 Tage im städtischen Gefängnis. Nicht im städtischen. An der Kaserne. Kaserneeingang links, das war die Wache. Und hinten dran, die Fenster sind noch klein, zumindest auf der Exerzierplatzseite. Und da waren so um die 10, 12 Arreste. Und da saß er 8 Tage drin. Und ist wieder rausgekommen. Ein Glück, da hätte ja wahrscheinlich tot sein können. Nicht? Wahrscheinlich hat ihn jemand gut gemacht. Nur wegen der, wegen der. Das war gefährlich. Habt ihr ihm dann immer Essen gebracht dorthin? Nein, das haben wir nicht. Das hätte man auch gar nicht gedurft. Ja. Okay. Kein Kontakt mit den Angehörigen. Ja, ja, und dann war der Vater noch einmal in Gefangenschaft eine Zeit lang. Und zwar, die sind vor den Russen durch, er hat mir immer erzählt, die haben einen Kinderwagen organisiert, er und ein Kumpel, da haben sie ihr Gepäck drauf gehabt und immer möglichst weit nach Westen. Er hat die Elbe durchschwommen, weil die Brücke schon gesprengt war und dann war Torgau ist ja der, wo die Russen und die Amerikaner sich, und er kam in Torgau, aber bei Amerikanern in Gefangenschaft. Und wir haben ja in der Zeit, ich glaube, ein Jahr haben wir vom Vater nichts gehört, null. Ja, meine Mutter hat nicht gewusst, was ist, lebt er noch, was ist. Und eines Tages kam ein Mann, der hieß Roth, die haben hier, glaube ich, den Durchterroth zu ihm gesagt, der kam zu meiner Mutter und hat gesagt, Frau Schmidt, ich habe Ihren Mann getroffen im Gefangenenlager in Sinzig, das ist der Unne am Rhein. Also der ist von den Amerikanern nach Sinzig transportiert worden, da muss ein Gefangenenlager gewesen sein mit 10.000 oder noch mehr. Und da sind dann aber, da war der Roth schon weg, sind aussortiert worden, französische Zone und andere Zonen. Und mein Vater, französische Zone, dann haben sie dann mit dem Zug, mit dem offenen Güterzug nach Frankreich transportiert. Und da war er dann 3 Jahre. Ja. Müsste er bei Bauern oder irgendwas helfen? Hat's aber, ja, am Anfang hat er es also schlecht gehabt, da war er im Gefangenenlager. Aber er kam dann sehr schnell zu einem Schreiner. Er ist ja Schreiner, den ich auch besucht habe dort. Und da hat er es also gut gehabt, da hat er gut zu essen gehabt und so weiter. Ja, das, weißt du noch, wo das Gefangenenlager war? Ja, das Gefangenenlager, wo er angekommen ist, das war ein riesengroßes. Das zweite hieß Dossulé, da ist er dann hingekommen und das andere müsste ich auf die Karte schauen. In welcher Gegend? Ja, da hat er das war also auch riesig und da wäre es sehr schlecht gewesen, auch mit der Verpflegung. Auch hat er gesagt, die Franzosen waren damals sehr gegen die Deutschen.
wie die ausgeladen worden sind im Gefangenenlager, da mussten sie Spalier laufen zwischen Frauen und mein Vater hat mit dem Besenstiel von einer Frau über den Kopf Schlag gekriegt, ja. Und im Zug, ja, die sind ja wie lang gefahren, bis sie dort waren, offene Güterwaggons, da haben die Franzosen Schwellen in die Waggons reingeworfen. Und mein Vater hat gesagt, wir haben alle Tote gehabt, wie wir da an der Endstation angekommen sind. Das große Gefangenenlager bei Dossolé ist sehr bekannt. Ich komme vielleicht noch. Ist das in Zentralfrankreich oder im Süden? Nee, das war in der Normandie. Ach, umgekehrt. In der Normandie, ja. Ja. Okay. Ja. Um noch einmal jetzt aber einen ganzen Sprung zurück aber zu machen. Aber das gerade mal noch in Normandie. Sein, sein Meister, der hat also einen Schreinerbetrieb gehabt, der muss also sehr mit ihm zufrieden gewesen sein, weil ich bin dann mit dem Fahrrad 1950 bin ich dort mal allein hingefahren, meine erste große Frankreich-Tour. Und da bin ich dort auch hin, weil ich hatte ja die Adresse vom Vater her. Und wie ich da angekommen bin, da war so ein das Haus und ein Gartenzaun davor und da habe ich mich bemerkbar gemacht und da habe ich gesagt, wie ich bin. Und da hat er gerufen, Christian, Christian. Und da hat er mir Sachen gezeigt, die mein Vater in Gefangenschaft gemacht hat. Das, toll. Das ist eine Gefangenschaft mit ganz wenig, Werkzeugen gemacht worden. Ja. Super. Echt schön. Ja. Das hat er dann da also gemacht. Okay. Aus nichts was gemacht sozusagen. Ja. Und das Gleiche habt ihr am Rosenweiher gemacht, um jetzt nochmal ein anderes Thema. Ja, jetzt gerade noch darf ich das noch mit dem Schreinermeister. Ja, genau. Und er war so begeistert, er hat damals schon ein Auto gehabt. Ich war ja mit dem Fahrrad da in Dossolé. Und dann ist er sonntags mit mir 50 an die Invasions, an den Strand gefahren. Ach, ja. Ich habe noch die Trümmer liegen sehen. Jetzt ist ja alles weg. Ja. Da waren diese Schiffe, die lagen noch da und viel Kriegsmaterial. Das hat er mir noch gezeigt. Ja, das hat er mich extra hingefahren. Ja. Das glaube ich. Ja. Das war eindrucksvoll. Ja, jetzt wolltest du noch auf der Russen. Ja, weil... war ein Spielplatz ein beliebter. Das war nämlich die erste Paddelerfahrung auf Russenweiher. Aber nicht mit dem Paddelboot. Ne? Ah ja, nicht mit dem Paddel. Das erste Paddeln war auf dem Russenweiher. Und zwar 1944, im vorletzten Kriegsjahr gegen Ende, da haben ja die Amerikaner diese Yachtbomber eingesetzt. Weißt? Schnelle Flugzeuge, tief geflogen, immer bei Tag. Und die haben zwei Bomben dabei gehabt, natürlich ein Maschinengewehr, und die haben da ihre Angriffe gemacht. Und damit die Reichweite bekam genug, haben die zwei unter den Flügeln zwei Kunststofftanks, so Torpedo-ähnlich, gehabt. Und die haben sie abgeworfen, wenn sie leer waren. Und da waren wir drauf aus und wir haben am Russenweiher drei oder vier Stück gehabt. Und die Ältere haben dann oben, da hat es ja nicht das Werkzeug gewesen, ein Loch rausgeschnitten, das Madrid war wackelig, das Ding, ja, da bist du dauernd umgekippt. Und da waren meine ersten Erfahrungen, Paddel haben wir uns gemacht, da war ein Stock mit dem Brett dran und so. Das waren die ersten Paddelerfahrungen mit dem, Und da stehen heute noch die Trauerweide, kennt ihr das? Da haben wir uns dran gehängt, und mit Schwung und sind dann ins Wasser, ja. Ach, der Rosenweiher, der war beliebt. Herrlicher Spielplatz. Herrlich. Ich war da auch immer unten noch in den 50er bis 60er bin ich ja immer. Warum heißt denn der überhaupt Rosenweiher? Den haben Russe ausgegraben nach dem Ersten oder im Ersten Weltkrieg. Ich glaube, die brauchten Kies oder irgendwas. Ja. Der war ja. Vielleicht weißt du es besser. Ja, ich weiß jetzt nicht, was es war, aber das war es nicht. Das war es nicht, ja. Jedenfalls, es hätten Russe rausgegraben, den Weiher, ne? Von Hand natürlich. Aber das können wir nochmal noch gucken. An die Nachkriegszeit, was ist denn dir dann da noch so in Erinnerung, was sich in Speyer so getan hat? Hast du da mitgekriegt, dass da viele Leute irgendwo eingesperrt waren, also die Nationalsozialisten? Die waren ja eingesperrt zum Teil in Landau, waren die vorher eingesperrt oder es gab da hat man davon gehört, aber Namen habe ich damals habe ich nicht gehört. Heute weiß man Schultheißen, wie die alle da geheißen haben, Namen habe ich damals nicht gehört. Vielleicht wussten es die ältere Leute schon, aber ich habe es nicht gewusst, Namen. Aber du hast etwas erwähnt, was mir total unbekannt war.
es haben sich ja Frauen mit Franzosen eingelassen. Ja, und da gab es Affäre Kubi. Frau, ja, die durch die Hauptstraße getrieben wurde. Und zwar, das habe ich, den Fall, wo wurde, kürzlich war ich beim Vortrag, bei der Frau Hopstock vielleicht? Bei der Frau Hopstock. Bei der Fremdarbeiter. Ja, genau. Ja. Bei der Frau Hopstock, den Vortrag habe ich gehört. Und das war der Fall Kubi, da weiß ich noch den Namen, weil die Frau hat in der Herdstraße gewohnt und die hat sich mit einem Kriegsgefangenen eingelassen und dann wurden ihr die Haare runtergeschoren. Ja. Das muss damals schrecklich, heute ist die Frau, die schneiden sich also die Haare vielleicht. Das war also damals schrecklich und die ist über die Hauptstraße geführt worden, ja, mit einem Schild, was da drauf stand, hat mich mit fremden Dingen eingelassen oder was. Das war die Affäre Kubi, ja. Erinnere ich mich noch mit dran, ja. Und nach 45, als dann die Franzosen in die Kaserne da drüben eingezogen sind, kannst du dich da, gibt es da noch Erinnerungen? Die Franzosen sind ja auch jeden Morgen aus der Kaserne raus, auf den Exerzierplatz, haben dann gesungen. Und dann, was ich mich noch genau erinnern, die Fanfare, die sie zum Mittag, wenn es Mittagessen gab, haben sie Fanfare. Ich heute noch beim französischen Militär, wo die dann alle dazu mit ihrer Gamelle, da wie sie es genannt haben, zur Ausgabe gegangen sind. Ja. Sie haben noch gute Erinnerungen, ja. Und die haben ja damals noch, ganz am Anfang, die haben noch Wickelgamaschen getragen, weißt du, das haben sie heute auch nicht mehr, ja. Ich kann mich noch daran erinnern, es sind ja alle Vierteljahr sind neue Soldaten gekommen und andere sind zurück. Die sind dann wieder an den Bahnhof gebracht worden. Und die französische MP, die war immer schön mit weißen Gürteln. Ja, und die haben sehr, das Lederzeug war bei denen weiß. Große Männer. Und wenn sich da so junge Franzosen irgendwas zu Schulden kommen lassen, dann sind die sofort zurechtgewiesen worden. Ja, beim französischen Militär ging es oder geht es vielleicht heute noch strenger. Ja. Die haben eine Organisation. Ja. Die haben nach dem Krieg auch immer noch nur in Uniform ausgehen dürfen. Ne? Das war erst nur später, in Uniform. Dass sie in Zivil nur in Uniform. In eurer Familie wurde da in der NS-Zeit über Politik geredet? Oder bei Verwandten? Eigentlich relativ wenig. Aber ich muss dir sagen, wir haben schon, mein Bruder und ich, wir haben schon früh BBC gehört. Da haben wir denn, wir hatten ja nur einen Volksempfänger zu Hause und damit wir nicht irgendwo von jemandem gehört waren oder auch wegen besseren Empfang, haben wir dann auf den Speicher aufgeschleppt, ja, und haben jeden Tag die BBC. Meine Mutter hat das gescholten, wenn sie es gemerkt hat, dass wir da oben sitzen. Und ich hatte eine Landkarte, ja, eine große, und da haben wir uns Nadeln reingesteckt. Und da war immer eine Differenz, was der deutsche Bericht gesagt hat, wo die stehen. Und das hast du dann deutlich gesehen. Guck mal, zwei Linien drin, die Deutschen, ja. Und was die Alliierten gemeldet haben, ja. Das war so eine. Englisch gekonnt, dass er das alles verstanden hat? Die haben in Deutsch. Englisch war ich da nicht so. Die BBC hat. Und die haben ja ein Sendezeichen gehabt, wo man dann. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Das war. Da hat man gewusst, man hat ja da. Hat man nicht einstellen können, da hat man halt versucht zu drehen, also, bis man es gekriegt hat und da kamen Nachrichten in Deutsch. Und wir haben damals auch schon gewusst, was die Deutschen erzählen, kann nicht stimmen. Ja. Dann war der aber ziemlich clever, denn viele haben ja alles geglaubt, ne? Ja. Was die Deutschen erzählen. Ah ja, und ich meine, mein Haus, die waren auch an die Nazi eingestellt, das habe ich schon gemerkt und so, wenn einmal früher von Wahlen gesprochen worden ist, ja. Meine Eltern, die haben Bayerisch Volkspartei, Zentrum oder sowas Zentrum, gewählt. Ja, ja. Gewählt. Hier in der Schule wart, also im Gymnasium, 42 bis 45, habt ihr euch da als Schüler unterhalten oder habt ihr da mehr geschwiegen? Oder? Ja, da haben wir, ich würde sagen, so viel wurde da, das war mehr oder weniger privat auf die Familie oder so. Aber unter uns haben wir da eigentlich, das haben wir vermieden, war offensichtlich. Ne? Vielleicht war es auch, weil es. Aber kann ich euch wenigstens noch ein paar Stichworte geben, bitte was gerne. Da alles noch, ja. Zum Beispiel, es war nach dem Krieg ein großes Thema. Kartoffelkäfer suchen. Oh ja, da kann ich mich auch noch. Klassenweise, sehen. Nachmittags Kartoffelkäfer. Ja. Und wir hatten einen schweren Unfall dabei. Ja. Und zwar hat den habe ich noch in Erinnerung.
meiner Klasse, Fritzl Krummenau, Fritzl haben wir zu ihm gesagt, der hat eine Granate gefunden beim Ding, hat sie runterfallen lassen, zerfetzt worden. Und da weiß ich noch, wie wir den ins Diakonissenhaus getragen haben. Schrecklich, schrecklich. Er war aber eigentlich schon tot. Ja, das, Russenweiher haben wir schon. Ach so, Russenweiher, wisst ihr ja, Fluchplatz, das sind die Gärten, die sind heute noch da. Die Straße verlief ja unmittelbar an den Gärten. Und dahinter stand während dem Krieg um den Fluchplatz um lauter beschädigte Flugzeuge, die repariert worden sind, in der Halle, das ist jetzt die Haupthalle vom Technikmuseum, ist die alte, ja, da wurden die Lila Halle, oder? Die Lila Halle, ja, da wurden die Flugzeuge repariert, und dann erinnere ich mich noch, ganz Speierkante, denn, der, ich glaube, der hieß Schramm, die brauchten dann auch einen, wo die Flugzeuge nach der Reparatur wieder eingeflogen hat, ja, und das ist also auch da in Speyer gewesen. Und wir wussten genau, das ist eine He-111 und das ist das und das ist ja, wir konnten das alles unterscheiden. Da waren ja auch jegliche Flugzeuge, die es gab da. Dann, Flugplatz, ja, das. Ach, im Gymnasium ist auch was passiert. Wir hatten nach dem Krieg, ging das los, was heute ganz üblich ist, Austauschlehrer aus Frankreich oder auch England. Und wir hatten einen aus dem Elsass, ich weiß, Nico hat er mit dem Vornamen geheißen, denn wir haben Nico gesagt zu ihm, Nachnamen weiß ich gar nicht mehr. Und da hat ein Junge, ein Schulbub, ja, ein Kamerad, der hat irgendeinen Sprengkörper oder was mitgebracht und hat ihn dem Nico gegeben. Und irgendwie muss der Zünder oder was gezogen werden, der hat ihn noch ans Fenster, hat die Hand abgerissen gekriegt, ja. Schwarze Hirnbeeren. Ach so, mein Schwiegervater Göller, ja, auch ein bekannter Speyerer, der war bei der Freiwilligen Feuerwehr und wurde bei, wie Alarm war, Synagogenbrand, wurde er oben, da kommen wir, die sind aus dem Mehlgas, kam er hoch und da wurde er schon, da war am Zerstoß abgefangen, Gust, wo will ich denn hin? Ah, da müssen wir noch zum Einsatz. Nein, da kommst du jetzt nicht durch. SA, alles abgesperrt gehabt. Kubi haben wir schon erwähnt. Mein Schwiegervater hat auch zwei Fremdarbeiter gehabt, einen Russe und einen Franzos. Den Franzos, der Louis, den habe ich später mal in Paris besucht. Ja, hat der Schwiegervater einen Bauernhof gehabt? Nein, die Kohlenhandlung, Kohlenhandlung. Ach, und Kohlenhand. Transport. Ja. Geller ja, oder Göller? Ja. Göller. Ja. Die Kohlenhandlung und Ding, mein Schwager wollte das Geschäft nicht fortführen, der ging dann zu den Stadtwerken und er hat die Kohlenhandlung verkauft an den Steigleiter. Ach, ja. Und damit, die Kohlenhändler haben ja früher alle gepachtet gehabt am Bahnhof. Auch mein Schwiegervater. Mein Schwiegervater war der Erste, der im Sterngarten eigenes Gelände gekauft hat und da ist Gleisanschluss. Und da hat er auch eine Halle gebaut und das hat er also alles an den Steigleiter. Ja. Rosenweier, Pannengefallen. Ach so, wir hatten mal im Krieg, das war wahrscheinlich 1942, meine Mutter hat immer noch, was sie viel Geld gebracht hat, ein Zimmer vermietet und da waren sehr oft Soldaten dabei. Wir wohnen ja unmittelbar neben der Kaserne, ist mein Elternhaus. Und da kam auch eines Abends der Deutsche, der das Zimmer da bewohnt hat, der kam an mit zwei gefangenen Franzosen. Und die waren ausgerissen und er hat die Aufgabe gehabt, die waren irgendwo im Wald in Dudenhofen, die zurückzubringen im Ding. Und ich weiß noch, die Franzosen haben uns dann Schokolade und diese Nussmarmelade haben die damals schon gehabt. Ja. Und wir wollten es gar nicht annehmen und da hat der deutsche Soldat, ein Unteroffizier, der was hat gesagt, Frau Schmidt, lassen Sie das den Kindern geben, wenn ich die jetzt zurückbringe, kriegen Sie sowieso alles abgenommen und wer weiß, was die noch alles erwartet. Die habe ich auch noch gut in Erinnerung. Ja. Oder die Pontonbrücke, die Franzosen gebaut haben über den Rhein. Ja. Die war ja auch einige Wochen. 46, glaube ich, ganz früh gebaut worden. Ja, ja, 46. Und bei der Gelegenheit, ich habe zweimal den De Gaulle gesehen in meinem Leben. Und wie die Brücke, die Pontonbrücke eingeweiht worden ist der De Gaulle
vor seinen Truppen, hast du nicht übersehen können, ja, ein großer Mann, ja, zur Punt und Brücke, wo jetzt die Brückehäuser sind, da ging er da direkt die Brücke rüber. Das bei der Gelegenheit können wir auch noch an das Denkmal erinnern. Wir haben doch immer im Kanu-Club gesagt, wir paddeln bis zum Issi. Ah ja, also das ist von den Marokkanern aufgebaut worden. Also hier, weil da ist, da steht die drin, die so und so viel der marokkanische Division ist da über den Rhein, hat ja auch Tote gegeben. Da steht ein neuer Hafenbereich oben. Sehr viele Opfer. Das Denkmal, ja. Okay. Gut, dann sagen wir herzlichen Dank, dass du uns deine Zeit geopfert hast. Ja, vielen Dank. Sehr interessant.